Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Raybots Online. Und wir starten gerade schon mit einem kleinen Speedbuild. Und zwar baue ich da unten den kleinen Empfangsbereich. Wenn man quasi vom Berg runterkommt, dann hat man hier dann die Gleise, wo man dann hinkommt, wo man dann umsetzen wird. Ich dachte, das ist jetzt nicht all das Spannendste, was man sich ansehen kann. Also gibt es das als ganze Speedbuild. Und ja, ich hoffe, das Ergebnis wird euch gefallen. Also, ich würde mal sagen, für mich ist es eine 3-, wie das Endresultat dann aussehen wird. Aber besser als gar nichts. Und Hauptsache, wir haben dann unten erstmal die Verbindung. Nachdem wir das dann gebaut haben, werden wir natürlich die Industrie noch fertig anschließen. Wir werden noch eine Art Depot machen, sagen wir es mal so. So wie es eigentlich im Kopf hatte, wird es dann eher nicht passieren. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Speedbuild und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich! I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Priest is the spot. Feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water, it's a hell of a time. We're on the boat, we're killing time. In our own honky tonk with a bottle of wine. We're going up, we're coming down. Cheers to feeling alright, it's a hell of a time. A hell of a time. In the rear, the feet in the water, top disappears, drinking Malibu Patron or a beer in a cup. We all get to dance and I get to chancing, kissing that country girl, romancing, a whole lot of love bumping out of the box. Yeah, we're on the boat, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. Here's the feeling, all right, it's a hell of a time. We're on the boat, we're killing time. In our own honky tonk, meet the big blue sky. We live it up, we got it down. Here's the feeling, all right, it's a hell of a time. And I'm falling for a small town girl. So kiss me, darling. Rock my world. Rock my world. Rock my world. Yeah, now it's a hell. We're on the boat. We're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey and big blue sky. We're going. Okay, der Bau ist soweit vorbei und ja, ich bin weitestgehend eigentlich zufrieden, wie das geworden ist. Klar, es wäre natürlich schöner, wenn wir hier gleichmäßige Abstände haben, aber ich denke mal, es ist good enough und theoretisch können dann hier 2 Wagenladungen hier drin stehen. Nee. Da eine Wagenladung. Ja, wobei. Ja, doch, theoretisch 2. Ein Gleis muss einfach frei bleiben.
Und ja, hier habe ich mich entschieden, dass wir hier mit einer Weiche zusammenkommen, weil ich frage mich, ob ich das so lasse, weil jetzt haben wir hier diesen Hebel da und der tut eigentlich mit dem hier kollidieren. Naja, aber ich finde die Lösung hier mit der Drehscheibe gar nicht so schlecht. Und jetzt habe ich auch hier mal diese Bufferstops dahin gemacht. Da zweimal, dass man quasi überschießen kann. Und es ist mega cool, dass man die Drehscheibe einfach drehen kann und dann an der Drehscheibe ansteppen kann und wegfahren kann. Das hätten sie viel früher schon machen sollen. Aber ja, okay. Haben wir also hier Platz zum Wenden. Das nächste wäre, dass wir jetzt hier hinten weiterbauen. Nämlich da. Und ich glaube, das ist ja eine Kurve hier. Die... Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich weiß, wie man spielt. Die würde ich gerne nochmal neu generieren lassen. Damit das eine gleichmäßige Kurve ist. Einmal da. Und einmal da. Sieht gut aus. Ja. Okay, und da wollte ich ja noch das zweite Gleis hier haben. Was war denn das jetzt? 90 oder 91? Sehe anders hindrehen. 90 war es, oder? Nee. Sieht nach 91 aus. Ja, 91. Ich würde sagen, in diesen Abstand hier. Ja, vielleicht ein bisschen weiter so. Mal bitte einmal locken. Ey, Moment mal. Ach so. Radio stimmt natürlich überhaupt nicht. Sieht gut aus. Dann haben wir hier das zweite Gleis. Jetzt müssen wir da noch irgendwie schlauerweise da runterkommen. Soll ich das mal automatisch verbinden lassen und mal gucken, was er draus macht. Sieht gar nicht mal so doof aus. Ah, ich glaube, das lasse ich sogar. Hat er gut generiert hier. So, weg mit euch. Ja, und jetzt müssen wir dann ja, drei Gleise hier irgendwie wieder zusammenführen. Okay, ich würde sagen, Ausrichtung 91... Erstmal das Gleis hier. So, mit dem Abstand da. Das Richtung 0 und wir fahren bis. Moment mal, wir fahren bis hier hin. Reicht es jetzt hier für den Bumper hier? Naja. Na gut, warum eigentlich auch ein Netz? Dann hat man hier ein bisschen Müll quasi. Und dann ist hier quasi das Ende. Das geht dann ein bisschen rein. Ja, warum eigentlich nicht? Lassen wir das so. Abholzen. Das muss hier alles weg. Ab wann mache ich da die Weiche? Allzu viel Platz habe ich eh nicht. Ich würde sagen, ein bisschen weiter nach hinten fahre ich noch. So zum Beispiel. Und dann brauchen wir die Weiche nach links. Ja. Was ist das jetzt? Nee, Moment mal. Das passt so nicht. Braucht die andere Weiche. Weiche nach rechts. Komm, Weiche, du schaffst es. Hallo? Was ist mit der Weiche hier los?
Es ist besser. Ob ich da jetzt nochmal eine Weiche rechts mache oder Weiche links? Für Weiche links brauche ich mehr Spielraum. Oh, das scheiß Menü, jedes Mal. Einmal hier, einmal das Gleis hier, einmal gerade, ein bisschen. Und ich hoffe, ich hab's jetzt noch halbwegs. Ne, das braucht noch viel mehr. Aber ein Versuch war es wert. Gerade Stück bitte. Vielleicht jetzt. Fast. Fast, fast. Frag mich gerade, ob das schlau ist, was ich hier mache. Oha. Oha, oha, oha. Geil. Das sieht fast so aus, als würde es passen. Fast. Fast. Ich glaube, da mache ich jetzt mal kurz einen Auto-Connect. Schauen, wie schlimm das aussieht. Ja, es macht so einen minimalen Schlenker. Aber ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen. Sehr cool. Ah, die Bäume hier noch weg. Mal von hier anschauen. Ah. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt hier auf die Idee kommt, immer sein Gleis oder sowas. Das werden wir dann sehen im Praxistest. Oh, scheiße. Jetzt hat er mir die ganze Gerade weggemacht. Das ist aber kein Problem. Wir ziehen es einfach von der anderen Seite wieder. Bitte locken. Und lassen dabei ein bisschen Abstand. Ich würde sagen, bis hierhin. Und das lassen wir dann automatisch verbinden. Auch das sieht wunderbar aus. Ich bin glücklich. Okay. Dann hätten wir jetzt beide Seiten angeschlossen. Dann müssen wir jetzt hier hinten eigentlich nur noch das Depot machen. Wir werden jetzt mit einem Gleis da mal nach hinten gehen. Wir haben jetzt mal einen Radius von 200 und dann schauen wir mal. Ah, da geht es dann nach oben. Okay. Das wird sowieso schwierig, die zwei Gleise da zu verbinden. Möchte ich das überhaupt, dass ich da alle beide Seiten verbinde? Vielleicht machen wir das Depotgleis auf dieser Seite. Wir könnten eigentlich auch da rechts reinfahren. Und hier drin ist das Depot. Und das sind einfach Ausziehgleise. Nichtsdestotrotz brauche ich hier eine Weiche. Wobei hier links war es jetzt hier. Ja. Und ein Gleis, was hier parallel verläuft. Dann haben wir hier eine Ausweichstelle. Aber dann werde ich hier. Bitte lösche jetzt nicht alles. Dankeschön. Noch eine Weiche nach rechts machen. Anderer Snappoint, bitte. Dankeschön.
Und hier bitte wieder verbinden. Beste Dank. Dann geht's dann hier irgendwie ins Depot rein. Und das ziehen wir jetzt nach hinten raus. Vorerst. So, 150. Wie weit kommen wir da? Sagen wir bis hierhin. Und ein Bumper. Weil wir können auch gleich schon weg. Sehr gut. Und das zweite Gleis. Ausrichtung. Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Ich glaube 90 war es, oder? Ja, sieht nach 90 aus. Dieser Abstand, würde ich sagen. Bitte. Radius, bitte 0. Ich würde sagen, bis hierhin und dann Auto-Connect. Ah, ich gehe jedes Mal aus dem Gleisbaumenü raus. Das ist so eine Angewohnheit vom alten System noch. Ja, das ist okay. Ja, okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Shit. Oh, bitte sperren. Dankeschön. Sagen bis hierhin. Auto-Connect. Cool. Haben wir hier eine kleine Ausweichstelle. Hier kann man noch rausziehen, wenn es nötig wäre. Und das heißt, wir machen jetzt hier ein kleines Depot. Genau, eine Weiche. Ich glaube eher Weiche rechts. Die andere Weiche rechts, bitte. Wow. Was ist jetzt schon... Was ist denn das? Und nochmal eine Weiche rechts. Okay. Ah, wir brauchen ja noch sowas wie einen Wasserturm. Ganz vergessen. Okay, hier ziehen wir mal ein bisschen gerade. Bis hierhin. Kann man jetzt auch bei dem Haus snappen? Betriebsgebäude. Lokschuppen. Nein, natürlich, das geht natürlich wieder nicht. Will ich hier den Schuppen wirklich hinstellen? Das hat wieder eine ganz andere Höhe. Nee, hier machen wir keinen Lokschuppen. Hier werden wir das allgemeine Depot machen zum Aufsanden und Co. Ja, quick and dirty. Wir brauchen ein Wasserturm. Ich hoffe, das passt jetzt da mal von Abstand. Das werden wir dann mit Block dann sehen. So, Bäume, jetzt mal weg hier bitte. Also ein Auto-Delete wäre halt schön. Wenn ich da irgendwie Gleise platziere, dass die Bäume dann automatisch weggehen. Das wäre ein Träumchen. Ich glaube, ein Gleis habe ich ja noch. Ja, genau. Dann machen wir hier
Betriebsgebäude, also Besammlungsanlage, klingt irgendwie momentan so gar nichts. Na, wie sieht das aus? Ja, gar nicht mal so schlecht. Könnte aber sein, dass ich jetzt von da... Jetzt muss ich viel weiter nach hinten bauen. Da brauche ich mehr Platz, damit ich auf die andere Seite komme. Abreißen. Betriebsgebäude bitte. Dankeschön. Dann ziehen wir hier entsprechend weiter. Ja, was weiß ich, bis hierhin. Dann Brennholzlager. Mache ich das nochmal so schön hin. Ah, das ist jetzt dezent viel Abstand. Schade, dass man das nicht irgendwie besser bauen kann. Ja, ich würde sagen, gut genug. Also, dann brauchen wir das Gleis hier auf der anderen Seite. Bitte einmal drehen. Ich glaube, das ist soweit ausgerichtet. Ja, vielleicht eins noch. Ja, ich glaube eher so. Ich glaube, es passt nicht ganz, aber wie gesagt, das ist jetzt eh nur fürs Brennholz. Wollen wir da mal ein Autoconnect probieren? Blödsinn gebaut oder was Gutes? Oh, gar nicht mal so schlecht. So, weg mit euch. Ja, doch, damit kann ich leben. Dann ziehen wir hier das Gleis weiter raus. Und machen auch. Oh, Baum, geh weg. Bitte, danke. Sagen, so bis hierhin. Und ein Bumper. Ja, komm. Cool. Ich glaube, na doch, den Baum nehmen wir weg, nur zur Sicherheit. Ah, das könnte hier eng werden. Müssen wir ausprobieren mit den Wagen, ob sich das ausgeht. Hier drin, hier kommt es auch weg. Und auf der Seite ziehen wir auch noch etwas raus. Muss aber nicht ganz so weit sein. Ja, kommt da. Okay, dann hätten wir das. Da ist der Wasserturm. Und die Ausweichstelle hier können wir rausziehen. Ja, reicht. Ich würde sagen, hier machen wir das Gleiche. Das mit dem Depot hier hinten lassen wir für den Moment erstmal. So, dann machen wir hier auch entsprechend Ausziehgleis nach da hinten. Das andere da hinten. Vielleicht sogar mit einer Kleinstreibung. Hier können wir noch 0 bleiben. Und hier geht es dann. 1% nach oben und Ende. Coole Sache. Dann haben wir jetzt hier schöne große Radien, dass die großen Loks sehr glücklich sind. Jetzt muss nur noch die Hauptstrecke dafür passen. Ja, und hier haben wir dann eigentlich ganz gut Platz zum ein bisschen hin und her rangieren. Da haben wir ein Ausweichgleis, das gleiche haben wir auch da unten.
Und dann fahrt man hier hinten rein. Und setzt dann hier nach oben. Ich meine, das hier ist halt natürlich der Zeitfresser, aber ich denke mal, die Lösung ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Und außerdem muss man dann hier ein bisschen rumrangieren. Also das ist halt gar eine langweilige Fahrt. Ich denke, das ist schon okay, dass man das so macht. Aber eure Meinung gern dazu in den Chat unten, was ihr davon hält und diese Lösung. Ja, next up wäre eigentlich Lok mal hier runterbringen und dann machen wir hier eine Testfahrt, um zu schauen, ob wir hier irgendwie entgleisen. Und ich glaube, ich habe ja eh Holz mitgenommen, dann könnte man das eine Lager gerade auffüllen. Weißt du, ja, Holzbalken. Nice. Ja auch. Ja, okay. Also, ich würde jetzt mal den ganzen Wagen hier raufbringen und dann fahren wir hier mal runter und ja, dann schauen wir, wie das funktioniert. Also, bis gleich. Okay, alles ist wieder aufgegleist und wir sind bereit für die Talfahrt. Wird schon schief gehen. Bitte nach hinten, Bremsen lösen. Bitte kommt alles mit. Sehr gut. Wirklich Gas geben müssen wir jetzt ja sowieso nicht. Geht ja schön nach unten. Ich hoffe wirklich, ich habe keinen Baum vergessen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Also ich sehe schon, wenn wir dann mit Last nach oben fahren, brauchen wir eine starke Lokomotive hier. Aber sieht schön aus. Nice. Die Jungfernfahrt hier unten. Okay, Bremse wieder weg. Und dann werden wir auch gleich schon mal die Drehscheibe ausprobieren. Ah, wir gehen eh gerade auf das Äußerste. Sehr gut. Ja, bis jetzt noch kein Unglück passiert. Bin stolz auf mich. Okay, anhalten bitte. Anhalten. Okay, also bei schwereren Zügen muss ich da echt früher anfangen mit Bremsen. So, Drehscheibe. Einmal ausrichten. Echt schade, dass man die nicht einrasten kann. Na komm, ein bisschen noch. Ja, ich würde sagen, fair enough. Du wirst dich hier dann eh umstellen, oder? Ja. Cool. Ich würde sagen, die Bremse werden wir hier festmachen. Oder hier. Je nachdem. Und abkuppeln. Gut, einmal zurücksetzen. Nice. Das sieht immer geil aus. Ich glaube, das wäre was für ein Foto, ja? Ja, aber da werden wir hier erstmal den Baum hier wegmachen. So, komm, komm, geh weg. Ich will ein Screenshot machen. Nice. Okay, und ja, dann einfach irgendein anderes Gleis. Ist ja eh alles frei.
Ah, komm, bisschen noch. Bisschen noch. Komm jetzt. Bisschen noch. Ja. Ja, ich würde sagen, das passt so. So. Maximum Schmackes. Los geht's. Ah, das wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat zum Fällen hier. Aber fürs Erste reicht's. So, da. Cool. Kupplung vorbereiten. Und ich glaube, es ist der hier, oder? Ja. Und wieder ankuppeln. Bitte nicht entgleisen. Cool. Einmal runter und wieder ankoppeln. Bremse wieder lösen. Und da hinten noch die Weiche anpassen. Das ist dann im Fall der hier. Und da will ich gern geradeaus. Ich werde jetzt nochmal kontrollieren wegen den Bäumen. Das sollte alles passen. Gut. So. Abfahrt. Ah, ich habe die Lichter vergessen. Naja, ist egal. Das ist ja eh nur ein Testlauf momentan. Ja, das ist ja mal richtig smooth. Gefällt mir sehr gut. Ah, die Kreuzung muss ich ja noch wegmachen. Sieht sonst nicht so schön aus hier. So, wunderbar. Dann bei der letzten Abzweigung hier. Gefährlich, was ich dann mache. Wir müssen da nach rechts. Und hier, glaube ich, was auch nach rechts, oder? Jo. Haben wir ganz gut Platz. Oh, wow. Du bist ganz schön weit gefahren. Ich sehe schon. Hier werde ich ein paar Mal entgleisen. Nur so dumme Sachen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, man sieht ein bisschen schlecht nach hinten. Ah, das war ja auch die Stelle, wo ich meinte, da wird es ein bisschen eng, ne? Okay, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Naja, haben wir schon Platz. So, entladen. Nimmt das? Oh ja, geil. Und auch hier.
cool. Eigentlich totale Verschwendung. Aber mit den ganzen Holzstämmen würde ich nicht wieder raufkommen. Das ist zu schwer. Also, die letzten hier noch. Okay, that's good enough. Naja, andererseits hätte schon noch ein bisschen fahren können. Ich mach das mal schnell bei Railbots Online Extended. Okay, die bewegt sich wieder. Oh, ein bisschen mehr noch. Okay, entladen. Dankeschön. Und dann fehlt eigentlich nur noch einer. Oh, das geht sich gerade noch aus, so mit dem Platz. Oh, bisschen noch. Geht noch, geht noch. Okay, anhalten. Sehr gut. Wie viel Platz haben wir jetzt hier unten? Ja, locker noch ein Wagenplatz hier. Okay, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, also 6 Wagen. Ja, 6 Wagen. Dann ist hier dicht. Okay. Ja, jetzt haben wir das hier unten endlich fertig. Das heißt, dann können wir hier mal Sachen dann hinliefern, beziehungsweise Scheitholz. Können wir hier dann auffüllen. Und dann heißt es ab zur Mine, beziehungsweise die Strecke neu machen. Aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen rumfahren und hier die Scheitholz runterbringen, damit ich mal neben dem Bauen ein bisschen den Erfolg auskosten kann. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis denn dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.